Mahlzeit und willkommen zurück hier bei RimWorld. Wir sind immer noch in diesem Piratencamp und der liebe Knorke hat immer noch eine Wundinfektion und ist verwirrt. Das heißt, wir müssen das hier schnell über die Bühne kriegen. Space Talk ist auch kurz vorm Zusammenbruch, das ist auch nicht cool, aber der pennt wenigstens gerade. Der liebe Tribe hat gerade ein bisschen Klamotterie weggepackt. Uiuiui. Schrotti hat einen Alkoholexzess, ja gut. Das ist jetzt erstmal irrelevant, was im Lager passiert. Jedenfalls, naja, nicht irrelevant, aber interessiert mich erstmal äußerst sekundär, sagen wir es mal so. Wir müssen das hier schnell über die Bühne kriegen, dieser Rauchgenerator muss weg und deswegen schicken wir Tribe jetzt mal hier runter. Mal langsam gucken, was Space Dog macht. Gönn dir mal eine kleine Auszeit. Oh oh. Sehen alle drei nicht gut aus. Wenn die mir jetzt alle drei überschnappen, dann haben wir gewonnen. Okay. Tribe soll bitte mal angreifen. Das mache ich so, oder? Ja. Ich hätte gerne einmal den Strom hier auf jeden Fall weg. Müsste reichen, wenn ich die Verbindung trenne, also sprich die Batterie zerstöre. Sehr gut. Dann weiter. Hier unten qualmt's. Haben wir ja in der letzten Folge auch schon gesehen. Ich werde Tribe mal da einstellen. Ich glaube zwar nicht dran, dass so eine Tür explodieren kann, aber wer weiß es. Oh Mann, das passt mir überhaupt nicht mit Knorke, ne? Das passt mir gar nicht. Ah, gut. Tribe steht bereit. Wir sind da rein. Und zwar fix. Ah. Tribe hat jetzt auch nicht unbedingt die beste Waffe dafür. Problem ist, die beiden anderen sind mir einfach zu verwirrt. Na gut, wir machen das anders. Kommt. Na also, da wollte ich doch gerade schimpfen. Das ist der Rauchgenerator und der muss weg. Oh komm schon, es kann nicht so schwierig sein, durch eine Tür zu schießen. Das Teil muss weg. Ich würde hier drin zwar am liebsten auch noch looten. Aber wie gesagt, wenn die kurz vorm Zusammenbruch stehen, ich will die auch noch ins Lager zurückkriegen. Also gefällt mir das äußerst wenig. Oh. Mann, Jung, komm schon. Hast du überhaupt schon Schaden gemacht? Oh, minimal. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, Mann. Scheiße. Müssen wir machen. Hilft nichts. Nein, geh dahin. Mein Gott. Kann doch nicht so schwer sein. Immerhin die Wand aufgeschossen. So, du greifst bitte auch hier an. Im doppelten Sinne macht mir Sorgen, dass der liebe Knorke ja eine Wundinfektion hat, die schwierig zu behandeln ist, wenn er nicht gerade schläft. Außerdem haben wir so viel Medizin gar nicht mitgenommen. Ja, Risiko des Zusammenbruches, ich weiß. Ja, 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 komm schon, komm schon, komm schon. Alter, was kann das Teil denn ab? Na gut, sollte jetzt bald hinüber sein. Zauberhaft. Gut. Ich nehme euch mal raus. Was ist jetzt wichtig?
Plastahl, würde ich sagen, ja. Nehmen wir mit. Lade Plastahl auf Last hier und Tribe nimmt auf jeden Fall die Bauteile mit. Die lassen wir auf gar keinen Fall liegen. Und dann sollten wir uns wirklich langsam auf die Socken machen. 19 Uhr. Knorke bleibt verwirrt. Wie ist denn sein Behandlungszustand? In 3 Stunden müsste er wieder behandelt werden. Immunität steigt nur sehr, sehr langsam. Und eher schlecht. Tja, das heißt, wir klemmen uns den Loot hier. Das hat keinen Sinn. Ihr seht ja auch mental, wie das aussieht bei den dreien. Ich versuche die jetzt hier mal wegzukriegen. Ich befürchte nur, dass das nicht funktioniert, solange einer von den dreien nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Okay, ich probiere es einfach mal. Wir wollen nach Hause. Akzeptieren. Soweit alles klar. Waren ist jetzt nicht so doll. Sollte alles hinhauen. Ich wollte eigentlich sogar noch eine Knarre mitnehmen, aber egal, wir haben diese EMP-Wumme. Reicht, würde ich sagen. Also los. So, wir sind gerade auf Pause. Ich gehe mal auf mittlere Geschwindigkeit. Mal schauen, ob die sich bewegen. Ja, sie bewegen sich. Das ist sehr gut. Dann werden sie jetzt sowieso demnächst rasten. Können wir jetzt mal gucken, was hier so gerade los ist. Ach Gott, nee. Ich habe da so ein ganz mieses Gefühl, dass wir den lieben Knorke jetzt verlieren werden in dieser Folge. Was ja mir persönlich dann besonders nahe geht. Aber was willst du machen? Aber Freaktown ist safe. Tomton. Der haut in den Sack. Kann nicht sein. Er schließt sich uns nicht an. Der andere Kumpel scheinbar auch nicht. Der ist sogar schon weg. Gar nicht drauf geachtet. Also haben wir nur Abram. Die erholen sich von ihrer Prügelei. Schrotti ist immer noch nicht wieder beim Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, sage ich jetzt mal. Oh. Knorke, zeig mir deine Gesundheit. Okay. Hier ist er. Soll getragen werden? Ja, ist okay. Schmerzen stark. Einzeln kriege ich Knorke jetzt nicht, wa? Nee, Behandlungsstatus kann ich jetzt nicht sehen. Gut. Müssen wir durch. Ja, keinen Sinn. Oh, ärgert mich das, Kinder. Es ärgert mich. Gott, Gott, Gott. Gehen wir auf schnelle Geschwindigkeit. Das hat ja keinen Sinn. Ah, diese ollen Kapseln. Zeig mal her. Steht die hier irgendwo? Da. Und Ambrosia haben wir hier auch direkt vor der Tür. Ist sogar bereit zum Ernten. Könnten wir zu Geld machen? Denn das nächste, was wir vorhaben, ist ja auf jeden Fall eine Handelskarawane losschicken. Das wird aber, so wie ich unser Glück kenne, in dieser Folge nicht passieren. Denn erstmal müssen die alle wieder auf dem Damm sein, bevor wir das Ganze überhaupt starten. Und dann müssen wir vor allen Dingen gucken, dass Knorke das Ganze überhaupt überlebt. Das wird die größte Schwierigkeit werden. Meine Güte, irgendwas ist immer. Und mich ärgert das extrem, dass wir den Loot da nicht mitnehmen konnten. Ey, die Karawane ist da. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Zurück reinzoomen. Kann ich mir Knorkes Gesundheitszustand auch direkt angucken. Der ist auch noch nicht wieder wirklich da. Wie es scheint. Er wurde immun. Ah, oh, na das ist schön. Da waren meine Sorgen wieder unbegründet.
ist ja schon mal was. Gut, wir machen mal langsam, weil wir haben ja die Viecher hier. Feldarbeiter Lager in der Nähe entdeckt. Ja, das macht mir jetzt gerade erstmal gar nichts. Pferd, Inventar. Alles raus. Pause. Ja, muss auf jeden Fall alles weg. Keine Frage. Dann machen wir hier direkt mal. Zack, zack. Bären auch. Beiden Schlafsäcke, klar. Auf Zuweisungen. Wir gehen erstmal gleich wieder runter auf Paste. Ganz, ganz wichtig. Nicht vergessen. Wo ist der andere Gaul? Wir machen mal langsam weiter. Da ist der andere Gaul. Das ist kein Gaul, das ist Abram. Den wir auch noch nicht umbenannt haben. Wir haben jetzt einen Angriff vom Steinbruchstamm, aber eins nach dem anderen. So, die MP-Knifte. Auch bitte einmal weg. Alicia ist da draußen. Okay. Ach, wieder aus zwei Richtungen. Was haben wir hier oben? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mann. Und von unten kommen. Pff, Leute, ey. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mann. Boah. 14 Leute. Alter Vater. Langsam wird's heftig, Leute. Langsam wird's wirklich heftig. Also wir haben ja jetzt gesehen, dass die Geschütztürme normalerweise gegen die Fatzkes ganz gut funktionieren. Aber der größere Teil von beiden Gruppen kommt von hier unten. Also ist die Frage, wo sie langgehen. Oh, bisschen ruhiger. Naja, ich denke, ihr seht, wo ich hin will. Bei diesem Eingang hier haben wir gar keine Verteidigung gebaut, weil es hier der Boden nicht zulässt. Und hier drüben stehen jeweils nur kleine Geschütze. Also wenn die hier rüber gehen, wird es dann sowieso schon eklig. So kann ich nur hoffen, dass sie hier hingehen wollen. Bei denen hier oben ist es fast egal. Den langen Weg hier runternehmen. Oder hier durch. Oder hier hinten rum. Da passt es eigentlich soweit. Da haben wir die großen Geschütze stehen. Die da schon helfen. Und das bei dem Zustand der Leute. Och Mann. Werden die sich vorbereiten? Ureinwohner, Fraktion, Steinbruchstamm sind in der Nähe. Anscheinend wollen sie Tunnelgräber einsetzen, um deine Verteidigung zu umgehen. Oh fuck, jetzt wird's ja spannend, Leute. Jetzt wird's ja spannend. Ich mach mal ganz langsam weiter und mach mir mal eine Zigarette an zur Beruhigung. Heiliger Strohsack. Alicia, was machst du gerade? Aalschrott einschmelzen. Das ist irgendwie keine so geile Idee gerade. Vor allen Dingen von da hinten nicht. Weißt du was? Wegtragen von EMP. Das, finde ich, ist eine viel bessere Aufgabe, die du jetzt direkt mal machen kannst. Wo ist der Rest von euch? Wo ist vor allen Dingen Knorke? Er ist da oben. Fuck. Okay. Was ist das? Ach, ein Meerschweinchen. Okay. Ja. Knorke wandert da oben umher. Kann nur hoffen, dass sie nicht in die Richtung gehen. Das ist jetzt gerade richtig ekelhaft, Leute. So ein Fuck. Tribe geht's halbwegs. Space Dog nicht so. Chopper eigentlich auch nicht so. Aber gut, bei Chopper ist es irrelevant. Dem sagen wir jetzt einfach bloß, er soll zu Hause bleiben.
Gebiet 1 passt immer noch. Oh Mann. Das hilft nichts. Ich brauche die ganze Truppe jetzt. Sicher ist sicher. Ist Abram eigentlich ausgerüstet? Aber das nächste Problem. Nee, ist er auch nicht. Dann kriegt Abram den gleichen Hausarrest erstmal. Oder Abram. Nicht Abraham. Abram. Müssen wir übrigens auch noch umbenennen. Allerdings bin ich da gerade ein bisschen raus. Also wäre das jetzt an euch, sag ich mal. Haut mal was in die Kommentare raus. Namensvorschläge oder nach euch benannt, wie ihr möchtet. Ich habe ja bisher die ganze Truppe nach realen Personen benannt. Also von daher. Überlasse ich euch. Oh, Space Dog, nein! Steht aber auch auf Gebiet 1. Hilft das, wenn ich Knorke das Gebiet festlege? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist da oben. Okay, damit ist Space Dog schon mal raus. Oh, ist das ätzend, ey. Mistverfluchter. So, alle nochmal markieren. Wenn ich euch zusammen hab. Der arme Tribe gerade angekommen und schon gleich die nächste verschissene Aktion. Wo ist die Truppe da oben? Ach, hier. Wollen Tunnelbohrer einsetzen. Jetzt. Oh Mann. Sorry, dass ich so lange auf Pause bin, aber das ist jetzt gerade wirklich für mich ein bisschen. Tunnelbohrer habe ich überhaupt keine Erfahrung mit. Ich weiß nicht, was das heißt. Graben die sich durch die Wände? Können die wirklich unterirdisch bohren? Graben? Mann, ey. Die jetzt alle hier auf einen Haufen? Oder fehlt da noch wer? Oh, ich hab sie alle, ne? Marschiert man los. Die marschieren, die wollen echt durch die Wände. Oh. Okay. Kommt mal da hin. Und da wollen sie durch die Felswand. Na, ganz großes Kino. Na hier, Karl-Heinz ist gleich durch. Oh, jetzt wird's ja richtig spannend. Oh, wir müssen den Türen sagen, dass sie zubleiben sollen. Oh, 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 oh. Das wird jetzt die spannendste Nummer. Die Schütztürme haben sie direkt ausgeschaltet. Die wollen sich von da durchgraben. Flüchten, aber die hier oben nicht. Oh Mann. Okay. Ich fall den mal in den Rücken. Versuche ich jedenfalls. Die versuchen sich hier durchzugraben. Das nervt mich. Lässt sich aber nicht ändern. Oh Mann. Oh Mann. Los, Leute. Oh, was ein Mist. Meine Türen. Oh, danke. Zumindest keine Automatiktüren. Alle Mann hier hin. Los. Aufstellung verflucht. Feuer frei, weil hier geht's schon los. Feuer.
Oh, Bockwurstel steht da mittendrin, das ist richtig dumm. Irgendwas Frisches? Nee. Okay, die hauen den Sack. Fuck it, Alter. Mann! Der will weiterkämpfen? Oder haust du ab? Nee, der haut ab. Alter Vater! Ey! Also jetzt ist aber gut. Einmal ziehen hier bitte. Danke. So eine. Mann, ey. So, Kopie bitte. So ein Dreck. So ein Dreck. Fluchte Scheiße. Da ist weiter nichts passiert. Da auch nicht. Was machst du jetzt? Hallo? Bist du jetzt. Du bist doch nicht mehr im Kampfmodus, oder? Was machst du denn jetzt? Duckt sich. Warum duckst du dich? Gehst du mal auf die Krankenstation? Jetzt fällt sie ihm ein. Meine Güte. Meine Güte! Ist das ätzend. Mann! Och. Gut. Ja, den Loot einsacken, ganz wichtig. Jo, können wir brauchen. Verdammte Scheiße. Stahl, ganz schnell, die Bauteile. Brauchen wir auch hier. Abholen. Nein, nicht Turret. Danke. Ja, das auch. Wieder ein Haufen Prioritätsaufträge, die wieder hart überfordern werden. Verdammte Axt. Aber gut, meine Lieben, ich meine, wir haben es schon wieder irgendwie geschafft. Aber jetzt ist echt mittlerweile der Punkt erreicht, wo man nur noch reagiert. Irgendwie sind wir wirklich nur noch im Reagieren, oder? Es ist doch echt so. Nicht, dass der Fortschritt, den ich hier mit euch zusammen erwirtschaftet habe, jemals wirklich schnell war. Aber jetzt mittlerweile kommen wir ja gar nicht mehr vorwärts. Richtig ärgerlich, richtig ärgerlich. Außerdem nervt mich das Faultier. Ich glaube, ich muss das schlachten. Was machst du jetzt hier draußen? Wie gefällt's zurück? Meine Güte. Bockwurstel, bist du eigentlich schon mal behandelt worden? Ja, immerhin. Immerhin. Oh, sie sind hier noch hart mit Tragen beschäftigt. Mit Reparieren. Übrigens können wir Abraham ja jetzt mal wieder erlauben, dass er rausgeht. Gleiche gilt für Space Dog. Natürlich auch für Chupa. Die nächsten, die hart zusammenbrechen werden. Oh, die Leichen sollten wir langsamer erlauben. Die müssen auch weg. Immerhin hat das funktioniert, ey. Meine Güte. Von der alten Tür brauchen wir. Die Wand ist schon wieder geschlossen. Hey, toi, toi, toi. Was mich zum nächsten bringt. Meint ihr, es macht Sinn, wenn ich das hier schließe? Also sprich, da Wände reinziehe. Wenn auf eine Art macht das sowieso Sinn.
Weil dann kann da keiner durch. Ohne weiteres. Außerdem habe ich halt Schiss vor den Insekten, ihr wisst ja. Oh Mann, ey. Oh, geht mir das auf den Sack. Das ist wirklich wahr. Lager von Collier haben wir jetzt mittlerweile verkackt. Und das hier oben auch wegdrücken. Hier noch ein mysteriöser Komplex, weiß ich nicht. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Die Auralan-Kapsel kann von mir aus auch weg. Weg. So. Bisschen Übersicht wieder. Mal hin, Reparaturen laufen. Balthasar muss ich gerade jetzt hart einkiffen. Nicole hat einen Wutanfall. Was macht die gerade? Na, wenn es nur das ist. Hier kannst du dich von mir aus austoben. Sonneneruption kommt natürlich auch ganz gut. Noch nicht mal mehr Strom. Oh. Schön, wie das direkt wegrepariert worden ist. Was sie da kaputt gemacht hat. Wir hatten das ja auch schon, dass Schrott einen Wutanfall hatte und ich weiß nicht, ob das offscreen passiert ist oder ob wir das tatsächlich auch aufgezeichnet haben. Da hat er ja den Generator hier zerstört, das fand ich ja ganz, ganz groß. Ah, ich meine, wir sind bei über 40 Folgen, wer soll sich das alles merken, was passiert ist? Alter Vater, Mann ey. Okay, wir machen kurz ein bisschen langsamer. Gucken uns mal die Quest hier an. Bardolis Emi-Generator. Wenn du die Quest nicht innerhalb von 2 Tagen annimmst, wird sie verworfen. Ja, sie wird mich auf jeden Fall immer interessieren. Da war sie doch, da war sie doch. Einen Tag Zeit haben wir noch. Ich lese das jetzt nicht vor, wie die heißt. Ich breche mir nur wieder die Zunge. Ritterin der Fraktion Braunes Reich befindet sich auf der Durchreise nach Freaktown. Ureinwohner der Fraktion Tuskambund machen Jagd auf sie. Sie möchte, dass du ihnen ein Signal sendest, um sie Richtung Freaktown zu locken. Genau, das mache ich jetzt. Wo ich noch am Wunden lecken bin. Nee, ganz sicher nicht. Mach mal dein Ding alleine, Mädchen. Mann, ey. Oh, es wird wirklich Zeit. Es wird wirklich Zeit, dass ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit erübrigen kann für das Spiel, um mal ein bisschen offscreen was zu machen. Wir haben jetzt nur noch Baustellen. Wirklich nur noch Baustellen. Klamottengeschichte ist immer noch richtig für den Arsch. Der Thronsaal wird nicht fertig. Ich muss diese Faultier schlachten, das geht mir hart auf den Keks, bin ich ehrlich. Oh Mann, ey. Na gut, da werde ich mir auf jeden Fall noch was überlegen. Was ist denn noch mit dem Thronsaal? Ein paar Minuten, die nehmen wir auf jeden Fall jetzt noch auf uns. Da fehlt noch das Cembalo. Das hatten wir ja uns gemerkt, wo das ist. Das war hier irgendwo in der Region. Hier drin ist es jedenfalls nicht. Da ist das Cembalo. Blam. Und wir sagen montieren. Ginge das? Nee, das geht nicht. Macht einen Sinn für das Cembalo. Machen wir das so? Ein ganz schön großes Teil, ne? Ich stell das mal dahin. Keine Ahnung. Das machen wir noch kurz laufen.
Ah, Balthasar ist immer noch auf seiner Kiffertour. Aber immerhin geht er jetzt schlafen. Mal anfangen. Keine Krankheiten. Verwandtschaft. Wieder passiert. In der ankommenden Gruppe befinden sich Personen, die in irgendeiner Form verwandt mit deinen Kolonisten oder Gefangenen sind. Dorfbewohner Oleg, Bruder von Kolonist Schrotti. Oleg! Ah, die gehen schon wieder, ne? Naja. Lass es jetzt noch mal kurz laufen, auch wenn wir jetzt die halbe Stunde schon wieder erreicht haben. Aber ich will der Cembalo auf jeden Fall noch stehen haben. Können wir in der nächsten Folge zumindest die Beförderung von Tribe noch direkt mal nehmen. Außerdem will ich jetzt wissen, wie das aussieht. Juckt mich auch so ein bisschen. Ja, sehr gut, Abram. Oh, nervig, echt nervig. Das Cembalo ist fertig. Da ist es. Ja, nett. Irgendwann können wir hier richtige Konzerte geben. Wunderbar, meine Lieben. Das soll es dann für die Folge auch wieder gewesen sein. War mir ein Fest. Mal schauen, wie die Reise jetzt noch weitergeht. Es wird ja nun wirklich immer komplizierter. Ah, sei mal gespannt. Wieder Risiko eines Zusammenbruchs, aber das juckelt uns jetzt auch nicht mehr. Zumindest nicht für diese Folge. War mir ein Fest, Leute. Als denn, bis denn.